Howdy Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren vampirreichen Part in Sims. Und ich bin überraschenderweise kein Vampir, sondern die Bella ist, die gute Bella ist natürlich eine Vampirin, auch wenn man sie, ja, als, keine Ahnung, als, ja, im Wilden Westen vielleicht mit verwechseln könnten. Cassie ist auch ein Vampir, auch wenn sie gerade in ihrer menschlichen Form ist. Interessant. Miko auch. Ach ja, stimmt. Es sind ein paar Unfälle passiert. Verdammt. Ja, kann ich da noch irgendwie abhauen oder bin ich zu spät dafür? Außerdem kannten wir dich ja, deswegen ist es cool eigentlich, dass du da bist. Dann stelle ich mich mal freundlich vor, weil das mit kokett vorstellen, naja, das Kokette hat mich hingespeist. Ich hoffe auch, dass das okay ist, Spiel, dass ich gerade draußen bin und keine Angst vor der Dunkelheit habe, weil es ist 14:46 Uhr, also bald ist schon. Lol, haben mir gerade meine Augen Streiche gespielt oder ist die Uhr von 14:46 Uhr auf 43 gesprungen? Also brauche ich eine Brille, eine neue oder brauche ich neue Augen oder hat das Spiel mal wieder Faxen gemacht? Und toll, dass ich mich ihr nicht vorstellen kann, obwohl sie 2 Zentimeter von mir weg war. Was ist das denn da für ein Willi, ey? Wobei, will ich das eigentlich wissen, steht hier in seiner Sportkleidung. Ach, das ist Munch, ach so. Der ist eben ein bisschen seltsam drauf, finde ich. Und das sag ich. clever. Nö. So. Clever, kannst du mal aufhören, Leuten auf die Nerven zu gehen mit deiner Scheiße, so? Vor allem clever, du hast keinen Einfluss, okay? Auf den Aktionen. Ich hätte ihm nicht gemein geben dürfen, ey. Meine Fresse geht mir das auf den Zeiger. Aber das fuckt mich halt auch ab. So. Dass ich nicht mal mehr die Kontrolle über meinen eigenen Char habe, das ist einfach traurig. Es ist immer noch nicht Mittwoch, das heißt, wir können den Scheiß hier nicht abschließen. Weswegen ich eigentlich das Spiel gestartet habe, aber auch egal. Ja, wir werden es so machen, wie ich gesagt habe. Meiner wird draußen den Stand nicht mehr haben, wovor er eine Angst im Dunkeln bekommen hat und weswegen ich neu starten musste. Sondern wir schnappen uns jetzt einfach sämtliche Scheiße hier. Und dann werden das einfach irgendeine Lady vom Haus, wahrscheinlich Miko, verkaufen, einfach trotz Schwangerschaft. Ich hoffe, sie. Nee. Krieg das hin, wollte ich gerade sagen, aber ja, also das Ding ist, Cassie ist ja auch Sonnen, also ist ja Sonnenresistenz, sie könnte das auch übernehmen, aber das Problem ist halt, dass, achso, wegen Cassie, ja, hatte ich mit Mikro angelegt, deswegen, ja, aber Cassie ist ja immer unfreundlich zu den Leuten, also ist ja noch schlimmer als mein Char. Und dass er von meinem Child das Merkmal gemein hat. Ich glaube, Cassie hat das nicht. Aber irgendwie, Cassie hat ja auch mit dem Sensenmann geboxt, ganz am Anfang. Habe ich letztens hochgeladen, graben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber mach einfach mal. Weil, ja, wir brauchen ja eh ein bisschen Cash, so wie im 79 Simoleons. Ich hoffe nur, dass es kein Abfall, dass ich mir die Hände waschen muss, weil wir haben kein Dings Waschbecken. Kalkstein. Aha. Ja, verkaufen wir alles. Machen wir hier ein. Ach nein, stimmt, das wollte ich gar nicht so machen. Stimmt, ich wollte das diesmal anders machen. Ja. Aber wartet mal. Vielleicht geht das ja doch irgendwie, dass ich innen bin, aber nach den Leuten draußen verkaufe. Aber vielleicht müssen wir das auch woanders machen, was ich vorhab. Ich habe das in einem Video gesehen. Ach stimmt, wir haben ja kein Geld, ne? Shit. Haben wir irgendwas hier im Haushaltsinventar? Jo, haben wir. Schlafsäcke. Geil! Theatralisches Kochposter. Weil es sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Und Ambrosia leuchtet manchmal und manchmal leuchtet es nicht. Das war das Vampir, das ist ein cooles Poster. Gottischer Esszimmerstuhl. Ja, weg damit. Glimmerstein? Wie Glimmerstein? Vermieterflüsterer weg, Hausaufgaben weg. Omis Hightech-Herd weg und Arbeitsplatte Büroflehrer. Boah, wir sind bei 5K! Yes, für unsere Verhältnisse ist das Witchy Witch Witch. So. Ich hatte einen gesehen, der ist damit gereist. Das war so ein gestörter Ire. Call me Kevin, heißt der Tuber. Ja, der ist echt krass. Lebensereignisse, wie Lebensereignisse, was für Lebensereignisse? Was ist das denn für ein Ding? Das kenne ich gar nicht. Nein, nie! Die Außenmöbel, die gehen mir im Arsch vorbei. Ich will das hier sehen. Wir wissen, was das ist. Naturreines Kreideschild, weißt du? Karrieretaktik, aha. Okay.
Hey? Also hieran erinnere ich mich gar nicht. Feiertagskanone. Boah, shit, sieht das geil aus mit dem Fotostand Computer Festival. Ist das Minecraft oder so? Keine Ahnung. Tafelaufsatz von Gruselfix. Also Minecraft. Ja, ich komme zurecht. Es geht ganz fit. Also ich bin da kein Pro, aber habe mich da doch ganz gut zurechtgefunden, wo ich jetzt mal da war. Minecraft ist schon in Ordnung. Das ist eine coole Sache, auch wenn es mir halt lustig erklärt worden ist. So, ja, guck mal, du gehst da in das Haus rein, haust den da K.O., bestehlst den. So wurde mir Minecraft beigebracht, das war funny. Patchy, hey, Patchy, aber den kennen wir ja bereits, den. Warum wir nicht mehr Unternehmertisch Einstieg? Brauchen wir dann Unternehmertisch dafür, für das, was ich vorhab, oder nicht? Lightshow. So, mal gucken. Erstmal machen wir das hier dann hier so hin. Aber wo bleibt das? Blockiert dann den Weg. Ich hasse unser Grundstück. Naja, egal. Lightshow will ich aber auch haben. So, ich weiß nicht, was das ist. Aber es sieht einfach cool aus. So. Dann kann Cassie direkt auch den Fans eine Show präsentieren, wenn Mikom verkaufen ist oder so. Ich hoffe nur, die kann da noch hin. Die Frau. Wobei, vielleicht können wir das irgendwie umändern alles. Oder wir schieben alles ein bisschen weiter rüber zum Briefkasten. Das wäre auch eine Idee. Aber ich meine, klar, wir haben ein bisschen Geld, aber es wird hier immer noch nicht zu schöner wohnen, weil da ist man hier falsch. Also, wenn man das noch nicht bemerkt hat, dann ja, ne, sollte man auf jeden Fall definitiv mal ja, an den daran arbeiten, dass man das leichter erkennt und so. Miko, wollen wir ihr ein besseres Bett holen? Aber andererseits geht hier nicht um sie. Oh hey Miko, du bist ja wach, kümmere dich um den Stand. Hey! Habe ich sie voll auf dem Bett geschmissen und so. Dadurch, weil ich im Baumodus das ganze untere Stockwerk verschoben habe und so. Hey! Das ist funny. Ich wollte hier kurz das kopieren, bitte. Weil in der Küche, da kann man ruhig im Anfangsbereich noch eine Lampe haben. Eine kleine. Und hier. Ich habe nichts von dem Bett gesagt, verdammte Kacke. Ah, cool, dass wir das Event endlich abschließen, weil dann ist das aus den Augen, aus dem Sinn und ich kann mich endlich um ja, Dinge kümmern, auf die ich wirklich Bock habe, weil ja, die extreme Hardcore No Money Challenge, so ich hatte so Bock drauf. Also Vorgänger von Wax to Witches, ich hatte so Bock drauf und dann haben die Entwickler das alles kaputt gemacht. Aber haben wir auch hier gesehen mit der Angst im Dunkeln, die einfach nicht wegmachen kannst, die einfach komplett verbuggt ist. Also die Ängste, wie gesagt, die müssen rausgenommen werden. So. Jetzt ein bisschen zu hell vielleicht, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Dann war das doch nochmal weg. So, es ist schon dunkel hier. Aber was für Lilly gehört das Bett? In welcher Welt, ey? Die wohnt hier nicht mal. Und das ist die Tochter von Megumi, ne? Glaube ich. Die Nanami, ne? Oder? Cool. Nanami, also deiner Mom kannst du mich auch gerne vorstellen, ne? Also ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich kenne deine Mom aus der Matrix. Also mein Schaden nicht, aber ich. Ja, dann würde ich sagen, tue ich mal eben, dass wir hier eben Inventar anzeigen. Oder wie war das nochmal? Wie haben wir das gemacht? Achso, okay. Dann tun wir eben das verdorbene Eis darauf. Ach nee, stimmt, wir haben ja nichts zum Verkaufen, was ich verkaufen will. Das Eis ist zu schlecht. Weil ich will einen Essensstand aufmachen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Und den Grabstein. Ja, tun wir den auch mal da rein, ey. Was? Nein, der soll hier rein. Darf ich den nicht verkaufen oder was? Na super. Ganz toll. Was mache ich jetzt damit? Egal. Ambrosia könnte man verkaufen. Nee, aber ich muss erstmal kochen. Ich muss erstmal Essen machen. Das wir dann verkaufen. So, Essen. Festmahl. Mach doch ein Festmahl oder so. Mach doch mal schön hier ein Schinkenfestmahl. Wobei hat es hier nicht gebrannt in letzter Zeit, aber es ist ein anderes Sims-Projekt. Keine Ahnung. Miko, du musst schlafen gehen, ne? Du darfst auch in meinem Bett schlafen. Warum machst du das nicht? Ach so, ich stand bei dir Party machen, ey. Leute, hört mal auf, nervig zu sein. Ganz ehrlich, ey. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Ich habe da eine Idee, was ihr machen könnt. Wobei, geht das überhaupt jetzt, wo sie schwanger sind?
Ist ja okay, dass Cassies Baby fühlen will, aber ja doch, geht, cool. Dann macht ihr das mal. Müsst ihr zwar nicht unbedingt im Schlafzimmer machen, aber naja. So, gut, dann wird tagsüber meiner den Stand bedienen. Hoffentlich ist das kein Problem, dass er Angst im Dunkeln hat. Und abends dann einfach Miko. Müssen wir leider so machen. Hast du dich verlaufen? Also, Miko, du sollst schlafen, ne? Achso, muss auf Klo. Na super. Also, sie muss nicht schlafen? Warum will sie dann schlafen gehen? Na gut, geh. Schlafen sicherheitshalber. Am Klo putzen, weil wir haben kein Waschbecken, weil wir sind nicht realistisch und so. Aber gut, dann ja, muss ich jetzt mich darum kümmern. Freundlich vorstellen, aber ja. Was willst du hier in einer Army so? Ich meine, das ist ein Kind, das klingelt einfach an einem fremden Haus mitten in Timbuktu. So mitten im Timbuktu einfach. So. Ich wundere, dass hier überhaupt. Oh! Greta. Also ich weiß, sie ist eine Teenagerin, aber sie erwachsen wäre, ey. Aber egal, wir sind eh beschäftigt. Ich wollte eigentlich Nanami eben wissen, was sie hier macht und so und ob sie mich ihrer Mom vorstellt, aber passt schon so. Dani Davila, nee, wir haben keine Zeit, weil Miko ist am Schlafen. Immer noch, während meiner ich mal beeilen sollte mit dem Essen kochen, weil wenn noch kein Mittwoch ist, dann machen wir das jetzt. Level 3 Kochfähigkeit habe ich. Ich habe Rezepte für Buntarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostücken und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann man mit anderen was kochen. Das ist super hier. So, dann tu das mal eben ins Inventory rein. Wobei das Problem ist, dass das noch schlecht werden kann und wir können das nicht verhindern. Stimmt. Ja. Dann bitte einmal Inventar anzeigen. Dann tun wir schon mal das Essen da rein. Würde ich sagen. Also nicht das verdorbene Eis, sondern halt. Aber Eis. Wo habe ich das eigentlich her? Das Eis. Habe ich das aus der Mülltonne rausgeholt? Weil wir haben keine Eismaschine oder hatten wir mal eine? Keine Ahnung. Dann servier mal ein Abendessen. Weil es geht hoffentlich schneller. Mach das mal mit dem Buntarsch hier aus der Pfanne, weil gibt ja Leute, die Fisch mögen und so. Mach das mal eben. So. Mach das mal schnell. Weil es könnte neuer Business Hype sein, aber wir müssen auch aufs Essen achten. Aber wir müssen auch mehr verkaufen als nur das eine Essen und so. Weil das geht ja nicht anders, ne? Danach servierst du dann noch Macaroni mit Käse, die kommen doch immer gut an. Oder wir machen nur Essen, was ich auch selber esse. Das wäre auch eine Idee. Ja, mal gucken. Andererseits ja eh mein Stand und so, meine Regeln, aber ja, warum nicht auch ein bisschen was anderes, ne? Weil ich nicht esse wie Buntarsch aus der Pfanne. Ich esse halt keinen Fisch. Also ich esse halt kaum Fisch. Es gibt, also wenn ich Fisch esse, dann sind das halt Ausnahmen. Grillkäse, nee, ich mag keinen Grillkäse, aber ich mag Käse an sich. Hackfleisch, Tamales, keine Ahnung, was das ist. Gemüseteigtaschen hört sich gut an. Gartensalat, machen wir noch ein bisschen Steak Tartar, ja. Das machen wir auch ein bisschen. Hiervon ein bisschen davon ins Inventar kommt es rein. Also, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also, beim Boy im Video, wo ich geschaut bei Call Me Kevin hat es funktioniert, aber ich weiß halt auch nicht, hat er irgendwie mit Mods gemacht, hat er nicht mit Mods gemacht. So, ja, da hat es recht gut funktioniert. So, und ja, das hätte ich natürlich auch gerne, ne? So, das war das hier. Nein, Sascha, du sollst nicht essen, du Vollidiot. Ach, Mann, ey, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Ist zwar halb angefressen, aber tu das auch rein. Aber andererseits, er will schon so ein halb angefressen. Nein, hör auf jetzt. Geht mir nicht auf den Zeiger mit irgendeiner Scheiße, ey. Meine Güte, wen interessiert das, ob Bella jetzt horny ist oder nicht horny? Das interessiert hier keinen. Es ja, interessiert uns nur, was wir an Essen machen und verkaufen. Verdammte Scheiße. Und das mitten in der Nacht. It's the middle of the night, it's haunting me. Whisper in the dark, won't let me. Miko, bist du eigentlich fit? Nee. Scheiße. Ja, dann machen wir hin hier. Was ma. Du gibst. LOL, Miko ist ja auch drauf, ne? Cassie, warum auch immer, geht sie schlafen in den Busch als Vampir. Und Miko, sie übergibt sich einfach voll in den Busch rein. Sie rotzt da immer voll rein, während Cassie da am Schlafen ist. So. Richtig disrespectful. Also, ich weiß nicht, was Cassie gegenüber Miko gesagt hatte, aber anscheinend, ja. So.
Anscheinend hat Miko das nicht vergessen. So. Sascha, was machst du da? Machst du mal wieder irgendeine Scheiße, oder? Nee, gut. Rülpsen. Ja, Junge, du sollst hier nicht rülpsen. Also an sich habe ich da nichts gegen, Kollege, aber du sollst hier den Stand be also das, du sollst hier Essen machen. So, einmal bitte ausstellen. So. Und dann Stand bedienen. Hallo? Ja, was soll sie machen, bitte? In ihrem französischen Outfit. Also ich schätze, ich mag, keine Ahnung. Stand bedienen, los. Und dann bitte einmal Gartenverkauf oder so. Hallo? Ja, Gartenverkauf beginnen. Ah, Preise erhöhen, Preise erhöhen. Ja, komm, machen wir erstmal 25%, weil wir halt gerade neu sind in der Gegend und so, ne? Wie viel können wir hier eigentlich verlangen für? Sehe ich das? Ne, ich sehe gar nicht, was wir verlangen dafür. Wobei. Sascha, hör mal auf zu tanzen, Junge. Ich tanze dich gleich ins Universum rein, Junge. Hör auf, Junge. Wir tanzen nicht. Ich muss ihn echt jederzeit kontrollieren. Was ich allerdings nicht kann, weil die Entwickler scheiße sind. Ansonsten wird meiner das draußen leiten. Dann halte ich ihn die ganze Zeit unter Kontrolle. Aber ich kann ihn echt nie alleine lassen, ey. Und dabei würde ich den gerne alleine lassen, weil ich dazu ja gezwungen werde. Also, ja. Egal. Würstchen und Bohnen. Haben wir schon Hamburger gemacht? Oder Steak Tartar? Keine Ahnung, was wir schon gemacht haben. Vielleicht auch Würstchen und Bohnen, dass sie kotzen müssen. Wobei, kann ich eigentlich Kugelfisch Nigiri machen? Oder muss ich da noch warten? Oder muss ich das irgendwo essen selber? Ich habe keine Ahnung mehr. Weil Kugelfisch Nigiri, das wäre auch geil. Was hat er verkauft, der Boy? Der Call Me Kevin. Also das ist echt ein YouTuber, den ich gerne geschaut habe, weil er auch einen an der Waffel hat und ja, macht immer Spaß, dem Boy zuzuschauen. So, Miko, du hast hier noch einen Scheiß, du kannst hier noch eben ausstellen. Los, los, los. Und Preise erhöhen, weil niemand kommt. Miko, hör mal auf. Meine hier. Ah, schade, dass ich hier keine Preise selber festlegen kann. Aber vielleicht habe ich auch den falschen Tisch oder so. Hallo? Hallo, darf ich pausieren? Hallo? So, warte mal. Dominik ist da. Cool. Ja. So. Bella, ich weiß nicht, warum du mit mir reden willst. So. Ich bin am Kochen, Girl. Ich bin am Kochen, Cowgirl. So. Ja, Makaroni mit Käse angefressen. So, wenn ich das da hinstellen würde, das wird keinen guten Eindruck machen. Aber muss ich mal gucken, vielleicht ist das auch aus dem Pack gewesen, da mit dem Kochen und so. Dass es da auch so gibt. Lebensereignisse. Das haben wir ja hier raus, ne? Also mich hat überrascht, dass wir das hier gefunden hatten, weil eigentlich war ich hier nur am Durchgucken, so was hier so gibt. Aber kann sein, dass das auch das Falsche ist, weil der hat da. Ich weiß nicht, ob das derselbe Tisch war oder nicht. Weil wir sehen ja keine Preise leider beim Essen. Dabei dachte ich halt, yo, sehen wir Preise und so, ne? Unternehmertisch Einstieg. Was haben wir sonst noch hier so? Schickes Abendessen. Spaßbüro, schicker Essen. Essenstand, hier müssen wir hin. Yo, ich habe das falsche Ding dahingestellt. Wir müssen das nochmal ändern, Miko. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Aber hier ist der Essenstand, yo. Yo, 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 yo. Da müssen wir das ersetzen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mach Dominik weg. Und meinem den lassen wir hoffentlich erstmal kochen hier. Also nicht vor Wut, wie ich in Real Life in letzter Zeit. Oder auch beim Zocken, sondern halt einfach ein bisschen, weil er wirklich sich um die Kundschaft kümmert, ne? Hat Cassie eigentlich ihrer Mom das beigebracht? Ich glaube nicht. Kunstwerke? Was? Okay. Oh, Miko muss aufs Klo. Shit, shit, shit. Miko, Miko, Miko. Miko, Miko, Mik. Miko, Miko, Miko. Miko, Miki, Mik. Was ist das? Fantastische Licht. Jo. Hör mal kurz auf damit. Dann wirst du ersetzt von Bella. Das geht ja, weil die redet ja eh mit mir, was ich nicht will. Und nur weil sie ein Kind von mir erwartet, was ein Unfall war, heißt das nicht, dass sie hier mit mir labern darf. So. Das will ich nicht. Kann stattdessen mal den Stand bedienen, bitte. Und ich hoffe, das funktioniert was. Wenn wir kein Geld bekommen, dann hören wir halt auf und machen das so wie geplant. Sascha, warum hörst du auf zu kochen, Junge? Nur weil ich Bella da weggeholt habe, heißt ja nicht, dass sie kommen. Mach mal durch hier, Junge. Mach mal noch ein bisschen so. Eigentlich würde ich ihn schlafen schicken, aber lass mir ihn noch ein bisschen kochen hier. Dominik, du willst für uns arbeiten? Was? So. Ah, wisst ihr was? Ich hab zu lange gewartet. So.
Wobei eigentlich will ich keinen Fisch verkaufen, so ich hasse Fisch. So, muss ich auch vorkosten und so, lassen wir den Fisch dann einfach auf dem Tisch hier. Und den Rest tun wir dann einfach rüber. So. Was ist das? Essenschampignon. Ja, weiß ich jetzt nicht. Inventar. Nein! Ach so, das ist im Inventar platziert in den Tisch wahrscheinlich. Öffnen, ja. Bitte. Darf ich da jetzt schon Essen platzieren oder nicht? Ist die Frage. So. Ja, doch, darf ich, geilo. Also, Eis würde ich auch super gerne andingsen. Aber auch das Steak-Tartar, das sieht so lecker aus, ne? So, Ambrosia lassen wir natürlich. Das angegessene Essen, das kann ich noch irgendwann essen, weil manchmal esse ich auch Reste, solange es meine sind. So. Naja, dann warum nicht? So. Dann haben wir das schon mal. Und dann, Miko, warum gehst du schon wieder heulen oder so? Ey, hör doch auf, ey. Meine Güte, du sollst hier die Stände füllen. Jetzt kümmern sich die Vampire um unser Essenstände. Das ist schon lächerlich, ey. Was machst du da? Champedin. Also, okay, kehrst du hier mal auf, hier mit deiner Mom zu reden. Die ist am Arbeiten, so. Sollst du vielleicht auch mal als werdende Mutter mal ein bisschen hier dich nützlich machen. Weil meiner, der macht das ganze Essen so. Also bevor jetzt wieder irgendwer sagt, du besichtigst mich auch nicht. Klar, Mario, was? Ich mach das Essen hier. Ich kümmere mich um das Essen. So. Weil ich darf ja nicht nach draußen. Das hat wieder meine Angst im Dunkeln und das um 12 Uhr mittags. Habe ich keinen Bock drauf. Weder auf das Angst im Dunkeln noch um 12 Uhr mittags. Deswegen lassen wir das. So, die Ablage müsste ich auch eigentlich säubern, aber ist eh nicht mein Essen. Also who cares? So, weil wenn ich es nicht esse, dann ja Pech gehabt. Brotstangen. Nehmen wir mal fertig Brownies, weil das wird ja auch im Real Life machen, wenn ich die Zeit hätte. Aber backen, das dauert ja auch ähnlich. So, deswegen, ja. Machen wir das nicht? Machen wir hier. Hör mal auf jetzt. Nein! Du sollst mal hier abräumen. Nee. Öffnen. Geschäftsgerät platzieren. Aha. Muss ich da dann das Essen dingsen oder was? Warte mal. Wieso kann ich hier das Essen nicht platzieren und so? Warum brauche ich dafür ein Gerät? Brauchen wir dafür den Pizzaofen oder wie? Oder wo oder was? Wieso kann ich das hier nicht platzieren? Hä? Hö? Stand abräumen. Geschäftsangaben. Nee. Ah, vielleicht muss ich alles hier erstmal machen. So, Stand abräumen vielleicht. Gucken wir mal. Cassie, mach mal irgendwas einfach. Oder geht das nicht, weil Gartenverkauf ist? Keine Ahnung, ey. Aber wird das ja auch da stehen, so? Verstehe ich nicht. Cassie, du sollst hier keine Faxen machen, ne? Du sollst dich hier drum kümmern. Geschäftsangaben ändern. Wheel und Coca G oder so. Wheel Food. Wii Universe, ja, genau. Keine Ahnung, was weiß ich, ey. Öffnen. Ja, müssen wir einen Pizzaofen noch holen. Scheiße. Warte mal, was? Das ist jetzt nicht mehr im Dings drin? Was für das ist nicht mehr hier drin? Kann ich das nicht hier drauf platzieren, so? Nee. Ja, aber. Wieso geht das nicht? Oh. Wollen wir dafür eine Zulassung? Nee. Universe umbenennen. Nee. Das ist ja eh nur ein. Das ist ein Name von einem Projekt. Ja, keine Ahnung, ey. So. Keine Ahnung, warum es nicht geht. Wenn das wer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Pizza. Ofen. So war das nicht gemeint. Pizzastation, aha. P. Ja, super, aber ich kann nicht P eingeben, dann kommen wieder voll die Objekte so. Hier. Küchengeräte wahrscheinlich, aber warum steht, finde ich den nicht bei Pizzaofen, verdammte. Tragbarer Ciao Bella, nur weil der Ciao Bella da drin hat, ey. Kann ich den jetzt hier. Ach, das ist dann für die Geräte hier oder was? Also muss ich dann Pizza verkaufen oder was? Was soll denn die Scheiße? Was ist das? Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber holen wir auch eins von. So, gut. Darf ich dann jetzt den Stand hier eröffnen? So. Oder darf ich das immer noch nicht eröffnen?
Ich habe da eigentlich gekocht, obwohl ich das irgendwie falsch gemacht habe, weil anscheinend geht das wohl nicht. Ja. Hä? Wie jetzt? So. So, was ist, wenn du jetzt Petzer hier machst? Kochen. So. Das müsste zwar eigentlich auch meiner machen, aber naja, es geht ja nicht. Ist dunkel und so. Ja. Aber muss ich ja gar nicht mehr kochen, verdammte Scheiße, ey. Ich dachte, das würde funktionieren. Naja. Und du sollst nicht mit den Leuten hier reden, Bella. Du sollst nicht mit Lavina Chopra reden. Du sollst viel Geld machen, verdammt. So, Stand bedienen. Los, los, los hier. Und dann guck mal, dass du mit denen redest hier. Oder weißt du was? Der ist schon so lange hier und so. Saug den mal aus und so. Ich glaube, der kauft nichts. So. Ja. Warum sage ich das mit dem Aussagen oder ab? So. Miko, du. Achso, du weißt. Ist okay. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich die Brownies dann verkaufen kann oder nicht. Ah, 45, wir haben Geld bekommen dafür, okay. Ja gut, dann ist never mind. Dann verkaufen wir das eine Essen da und das andere Essen dann am Essensstand. Das ist ja mega verwirrend, ey. Nein, Cassie! Was machst du da? Nicht weggehen! Du bist beschäftigt da für den Stand dann. Wir haben dann einfach zwei Stände oder so, was weiß ich eh. So, du musst auf jeden Fall dich darum kümmern und Bella sich dann um den anderen, wenn ich schlafen gehe. Normalerweise würde ich das ja machen. Hör mal auf, jetzt hier mit ihr zu reden. Meine Fresse. Könnt ihr mal aufhören, für 5 Sekunden miteinander zu reden? Ihr seid ja schlimmer wie keine Ahnung. Was weiß ich, ey. Geh jetzt da rein, ey. Servieren, los jetzt. Meine Güte, ich. Also schlimmer wie Bella und Cassie geht's eigentlich nicht als Familienbande. So. Nee, mein Inventar muss eben darüber gezogen werden. So. Inventar anzeigen, dann wird meiner nämlich das ganze Essen da rein platzieren. Und gutes, weil das kann man auf jeden Fall machen bei meinem guten Essen. Da kannst du ruhig 25% verlangen. Wir könnten noch mehr verlangen, aber wir haben nur eine Kundin gehabt und das hat gedauert, bis die Chopra da mal was gekauft hat. Deswegen, ja, wisst ihr was? Eigentlich können wir doch Gammelessen verkaufen, weil, vielleicht kauft das ja noch irgendwer hier. Mein Grabchen einfach auch. So, machen wir einfach auch. Geht nicht? Ach, schade. Na, wie auch immer. Bella! Geh wieder an die Arbeit. Lass dich von Cassie mal nicht ablenken hier. Ablenken, genau. ablenken. So. Ausstellen. Und Cassie darf dann auch einmal, genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.